So, dann gucken wir mal, ob das hier reicht am Ende. Mit meinem Go-Hock hier auf die neuen Halber-Base, die bis dato noch keiner geschafft hat und irgendwie ich auch nicht schaffe. Es ist wirklich eine Farce hier, dieser CK ist einfach verspielt worden. Den haben wir echt verdaddelt, kann man nicht anders sagen. Aber wie es dazu kam, sehen wir dann gleich. Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatuto, beim Clan Two Warriors. Ja, letzten CK, ihr seht's da oben, verloren. Ich habe es gestern in der Folge noch gesagt, wenn der Gegner gut ist, kompensiert er die Angriffe, die er unten zu wenig hat. Und während ich ja mit dem AFA schon angegriffen habe, haben wir ja hier auch schon reingeguckt, dass im gegnerischen Team, wenn wir ehrlich sind, die letzten vier hier ihre Angriffe, ja, ich meine, die kannst du nicht wirklich werten, das sind RH8-Angriffe auf RH9. Beziehungsweise hier sogar auf RH10 auf den Waveliner. Zudem ist dann noch einer hier rausgegangen aus dem unteren Bereich. Das heißt also, wenn wir mal zusammenzählen, ich zähle die unteren 8 hier einfach mal mit. Das sind also 8 nicht gemachte Angriffe. So zähle ich die einfach jetzt mal. 9, 10. 11, 12, der ist also auch vorher raus. Und 13, 14. 14 Angriffe weniger hat der Gegner eigentlich gehabt und trotzdem hat er uns gepackt. Woran hat es gelegen? Das hat, denke ich mal, an unserer Taktik gelegen, denn wir haben doch ein bisschen viel verdaddelt. Gestern habe ich noch gesagt, ja, ich gehe mit meinen Neunern alle. Alle meine Neuner machen jetzt nur noch Zehner, weil wir die Neuner alle gemacht haben. Nee, Essig. Haben wir nämlich nicht gemacht. Wir haben hier noch einen 9,5er stehen lassen. Ihr habt das gerade im Vorspann gesehen. Den habe ich noch mit 93% gepackt. Das hat sogar ein Neuner hier besser gemacht. Also auch ich bin hier. War ein blöder CK auch für mich und auch für einige andere. Wo wir einfach wirklich ein bisschen was verdaddelt haben. Unsere Elfer haben sich tatsächlich hier oben um die Elfer gekümmert. Also das war jetzt, ja, das war gar nicht mal schlecht. Aber wir haben ja doch den ein oder anderen Angriff zu viel auf die Bases hier gehabt. Und ja, so wurden das hier natürlich, ne, wir haben dann auch gesehen, der Hallöle hier mit seinem ersten Angriff, glaube ich, hier unten irgendwo. Und ab hier ging das ja eigentlich los erst mit RH9 überhaupt. Ne, hier so ein so ein 8,5er, nee, 9,5er nennt es sich. Halt, nennt das nicht 9,5, 10,5, nee, 8,5, 8,5 heißt es. Und die waren nicht gut. Auch die 9er von denen haben nicht gut angegriffen, muss man einfach so sagen. Aber am Ende haben sich dann scheinbar auf der anderen Seite alle 10er und vor allen Dingen die 11er noch wirklich noch mal gut aufgerafft, haben bei uns im hohen Bereich gedreiert. Also ich hab kassiert. Swash hat, glaube ich, kassiert, 3 Stück. Und die Angriffe taten oben viel, viel mehr weh. Und im 9er Bereich, das haben dann die 10er relativ gut dann gemacht, kann man nicht anders sagen. Und also den Vorteil, den wir unten eigentlich hatten, oder überhaupt den Vorteil, dass so viele Angriffe von denen nicht gemacht wurden und dass wir gut angegriffen haben und der Gegner eigentlich nicht gut angegriffen hat, den haben wir nicht nutzen können. Das ist eigentlich echt schade. Ich habe mir den ganzen Tag Gedanken um die Folge gemacht. Wie kann ich sie denn nennen? Unser 250. Sieg. Ja, Pusteblume. Musste ich alles umplanen. Und deswegen heißt die Folge jetzt Vorteil verspielt. So einfach ist das. Ja, haben wir wirklich verdaddelt hier. Ja, was willst du machen? Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. So muss man es einfach sagen. Und ja, auch diese Base hier, ich hatte hier mit meinen Achtern, mit meinen Neuner Accounts drauf angegriffen und irgendwann musste der AFA dann doch wieder ran. Also AFA hat 16 und 17 machen müssen. Die anderen waren halt nicht in der Lage, so muss man es einfach sagen. Und ich selber leider auch nicht. Aber wir gucken hier mal rein, auch also der 9,5er hier, der stört mich doch schon. Aber am Ende hat der Gegner dann wirklich nochmal gut angegriffen und wir haben hier oben einfach zu wenig gemacht. Hock hat nochmal kurz in seine Form wieder reingefunden. Hat er einen ersten Angriff mit 1 Stern beendet. Ich glaube, im letzten CK hat er sogar einen Angriff mit 0 Sterne gemacht. Also auch unser Anführer hat ein leichtes Formtief. Eigentlich sind wir gut drauf. Ich verstehe im Moment nicht, woran das liegen kann.
musste eben mal mein Telefon wegschalten. Entschuldigt bitte. Und ich weiß nicht, woran es eigentlich liegt. Wir sind gut drauf, sind eine volle Truppe. Aber greifen im Moment echt nicht gut an. Muss man einfach mal so sagen. Ich war zwar mit meinem ersten Angriff ganz gut zufrieden. 2 Sterne auf ein gutes RH10. Aber der 9,5er, der wurmt mich schon. Und ich wollte vor allen Dingen erstmalig meine Hox ausprobieren. Und die Base war ja eigentlich für Hox gemacht. Ihr habt es ja im Vorspann gesehen. 93%, die ich gemacht habe. Also die Base war down, aber ich hatte überhaupt kein Cleanup mehr. Ja, mal zu Anfang sind meine Truppen so scheiße da gelaufen. Wir können den gleich nochmal schauen am Anfang. Da habe ich eigentlich alles richtig gemacht, aber dann sind meine Truppen so, so richtig beschissen gelaufen. Und schon während des Angriffs habe ich gedacht, Alter, was ist, das geht ja gar nicht. Ja, was hier abgeht. Und aber hier oben haben wir wirklich nicht mehr, ja gut, das nicht nur wir hatten hier manchmal prozentual ein bisschen Pech, sondern auch der Gegner hat das vor allen Dingen gehabt. Sehen wir mal einen unserer neuen Elfer. Nämlich den King Arthur ist vor ein paar Tagen zu uns gestoßen mit Max-Out Truppen und Helden. Und spielt hier jetzt einfach so mit. Super Sache, finde ich. Ist echt eine Bereicherung hier. Nicht nur was die Angriffe angeht, sondern auch das Gefühl gepasst wieder, so sage ich es ja. Passt hier echt gut rein, auch in die Range hier. Elver ist überhaupt kein Thema. Sind wir jetzt auch, sind wir schon ganz schön viele. Also, das ist auch schon krass geworden, wie viel Elver wir jetzt mittlerweile haben. Und ich glaube, einer aus unseren Kreisen ist auch 11 geworden. Das ist der Sir Amelot. Da konnte halt doch nicht abwarten. Und die blöden Mauern, ja. Habe ja schon mal gesagt, Mauern werden überbewertet, weil sie übersprungen werden oder überflogen werden. Und man hat ja nicht ganz Unrecht bei dem Spruch. Ja. Allerdings hält es natürlich so eine Kombi hier schon ganz gut mit starken Mauern auf. Dann haben die es nämlich schon etwas schwerer und brauchen immer einen kleinen Tücken länger, um eine Mauer zu machen. Aber der King hier auf die Elva Base macht das richtig gut hier. Schöne, richtig solide 2 Sterne erstmal. Und ich glaube, einen 3-Sterner erwarten wir gar nicht so unbedingt im RH11-Bereich. Da ist das schon angenehmer. Wenn wir gute 2 machen hier und erstmal stabil die Bases hier schaffen mit 2 Sternen im oberen Bereich, wer es auch immer macht. Hier muss es halt der King Arthur machen. So ein bisschen, weiß ich auch nicht, so ein bisschen Taktik geritten. Hat auch einige, ich verstehe gar nicht. Warum? Also ich habe hier im letzten Angriff den 15er gemacht und wenn ich jetzt aber mal gucke, den 15er hätten ja auch noch andere machen können. Ja, immerhin haben es auch noch andere probiert, aber wo haben wir ihn? Ich reite hier ab und zu auch mal so gerne auf einen so rum. Ja, warum macht der Pascal hier als 13er den 7. für den 2. Stern? Ich meine, wäre nett gewesen, dann hätte vielleicht der King Arthur ein bisschen tiefer angreifen können, aber A war es überhaupt nicht abgesprochen. Ja, also Pascal, rede mit uns, sonst wissen wir nicht, was du machst. Du kannst nicht einfach irgendwas machen. Und war kacke. Ne? 1 Stern, ich meine, das ist in Ordnung vielleicht für 10 auf 11. Aber an der Stelle hat es echt nicht geholfen. Da wäre die 15, die wäre dran gewesen. Aber wie auch immer, und einige sind hier völlig von der Rolle. Der Waveliner hier auf die 13, also 9 auf 13 mit 39%, das ist natürlich auch kacke. Ich meine, ich bin immer froh, dass ich irgendwie durchkomme. Man sieht das ja. 69% und 93, aber hier oben haben wir eine Base aufgelassen, den 5er haben wir nicht mal 2 Sternen können, auch Max hatte einen nicht so guten Tag heute, beziehungsweise gestern, was CK angeht, die Bases waren auch, sie waren ein bisschen ungemütlich, muss ich sagen, aber ihm kam zumindest die 4 hier zumindest etwas mehr entgegen als bei seinem ersten Angriff, wo auch der Max mal mit, ich glaube, nicht mal gefehlt hat. Er hat ja 1 Stern geholt. Aber einer ist halt zu wenig. Naja, der Gegner hatte dementsprechend bei uns im hohen Bereich dann schön mit 3 Sternen vor allen Dingen 10er gemacht und auch unsere hohen 9er wurden dann alle noch gemacht. Also das, ja, ich sag ja, die haben es echt noch geschafft, das irgendwie zu kompensieren. Es wundert mich ein bisschen, wir haben uns eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen schon in den Sieg gelobt, aber er fand nicht statt. Ich habe auch echt nicht dran gedacht, dass die nochmal so abdrehen hier, der
der Gegner. Habe auch eher gedacht, das wird schon. Und der Masti hier auch ein bisschen von der Rolle mit einem Stern. Können wir uns gerne angucken. Denn hier ist auch irgendwie alles irgendwie gerannt, aber leider nicht zum Rathaus hin. Deswegen ist hier oben auch nur ein Stern geworden, aber ich glaube bei ihm auch nur einer. Und ich hab an der Stelle so ein bisschen hämisch geschrieben. Scheinbar machen die Leute im Moment einfach ihre Bauarbeiterbases viel lieber und eiern darum. Und der CK wird hier so ein bisschen zur Nebensache, so nach dem Motto, oh, wir spielen gerade CK. Ah ja, okay, dann mache ich meine zwei Angriffe mal eben. Und dann geht's wieder ab in die Meisterbase. So habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das derzeit hier so ist. Naja, was willst du machen? Es ist nun mal so und wir sind zuversichtlich nach wie vor, dass wir die 250 irgendwann packen. Also wenn ihr irgendwann einen Thumbnail seht, wo eine fette 250 drauf prangert, dann haben wir es geschafft. Naja, so war es gewesen. Ja, und ich kann jetzt noch mal zu meinem kommen, zum neuen Halber, der mich echt abgewurmt hat. Aber eigentlich, ich kann noch nicht mal die Wiederholung zeigen, weil der RH9 Patrick war besser als ich. Und eigentlich habe ich alles richtig gemacht. Ich habe nämlich alles an Clanburg hier gelockt. Das haben einige vor mir nicht geschafft. Da war immer noch irgendwo so der Babydrache drin. Der kommt aber auch wirklich spät raus. Da müsst ihr jetzt mal drauf achten. Der kommt nämlich als allerletztes da raus. Und den haben viele übersehen beim Locken, haben nur mit dem Schwein gelockt, dann kamen nämlich nur die Magier und die paar Lakaien raus. Aber der Babydrache mit ein, zwei Lakaien kam immer noch am Ende raus. Und ich habe dann einfach mal gedacht, ich komme mal richtig breit in die Base rein. Ja, das war so richtig kacke. Entschuldigt. Denn da pfeffert jetzt der Magier und der Baby auf meinen Golem oben, der ist schon weg. Ja, hier unten ist er natürlich auch schon weg. Ich wusste, dass hier die Riesenbomben sind. Meine Mauerbrecher alle verreckt. Jetzt habe ich hier auf lauter Verlegenheit schon mal da meinen Sprung gesetzt, dass wenigstens der King hier irgendwas macht. So ein bisschen was an Feuer auf sich zieht. Die Queen macht irgendwas da hinten. Ah, sie macht den Bogenschützenturm, okay. Geht jetzt endlich mal in die Base rein. Muss gleich allerdings tanken. Das ist auch scheiße. Queen tankt. Ja, jetzt habe ich sie gerade noch so im letzten Moment gezündet und komme jetzt eigentlich schon mit meinen vielen Hocks. Die wollte ich eigentlich gerne unbedingt mal einsetzen hier. Und habe auch in der Clanburg Hocks mitgenommen. Speicher immer noch voll, okay. Und wusste, dass ich den King noch irgendwie machen muss. Und habe an der Stelle einfach jetzt den Babydrachen gesetzt. In der Hoffnung, dass die Hocks ja tanken, das machen sie ja auch. Und der Babydrache, wenn die Hocks erstmal außer Range sind, den King macht. So weit, so gut. So weit ging mein Plan auch auf, tatsächlich. Ja, habe jetzt den Gift noch genommen, dass ich den King so ein bisschen verlangsame. Und so sollte es auch sein. Der Babydrache kümmert sich jetzt um den King, dass der möglichst schnell weg ist und da meine Hocks nicht noch macht. Aber jetzt guck mal, wie viel hier noch in der Base ist. Ja, viel zu viel noch über. Kein Klima, ich habe keine Clean-Up-Truppen mehr gehabt. Ja, ein, zwei Lakaien oder vielleicht noch Magier über oder was auch immer, den du dann von hier hinten losrennen lässt über die Lager. Ich habe nichts mehr gehabt. Das war natürlich scheiße. Ich meine, es ist immer gut, wenn du Hocks hast am Ende, die noch ein bisschen aufräumen. Und es sind ja auch noch ein paar. Aber es war halt zu viel in der Base. Base leer, ja, also Black Hawk down, also Defense down hier, aber Base halt nicht. Na, war wirklich blöde. Jetzt haben die natürlich noch harte Lager hier und jetzt war die Zeit eh um. Vorbei. Ja. Auch nicht geschafft, den neuen Halber hier. Es war wirklich doof. Es war eine Farce. Und was willst du machen? Wir sind noch nicht wieder aktuell in der Suche. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir für morgen viel, viel mehr werden. Aber ich glaube, es sind mal gerade so 20, oder? Ja, es sind mal gerade so 20. Naja. Mal gucken, ob es nicht noch 25 werden. Ich werde heute Abend noch einen Aufruf starten. Und dann denke ich mal, sehen wir uns ganz sicher am Wochenende, wie auch immer, vermutlich in einem Stream, genau weiß ich noch nicht, kündige ich dann aber spätestens dann am Freitag an, beziehungsweise Freitag für euch ist ja heute schon Freitag, ich drehe das Video ja am Tag davor oder manchmal auch zwei Tage davor und dann sehen wir uns wieder, wenn der Toto wieder clasht. Bye bye.